Moin Moin, mein Name ist Timo und ihr seid heute bei Harley Nord und ich möchte euch heute mal wieder was ganz Besonderes vorstellen. Und zwar unser Lieblingsmechaniker Alex Giebel hat zum Ende nochmal eine Sportster umgebaut, wie er sie sich vorstellt. Und als Basis hat er hier genommen eine 48 2019er Baujahr, nagelneues Motorrad und hat dann diverse Sachen umgebaut. Wir haben die Gabel tiefer gelegt. Hinten haben wir kürzere Federbeine von Progressive Suspension. Wir haben hier einen Custom Seat, der eher für den kleinen Hintern gemacht ist. Dann haben wir hier sogar noch eine elektronische Klappenauspuffanlage von Kestec verbaut, die gestern auch vom TÜV abgesegnet wurde. Augenscheinlich sehr aufdringlich auch die wunderschöne Lackierung, die Danny Schramm vom Schrammwerk gemacht hat, höchstpersönlich die Pinstripings angebracht hat. Wir haben ein Mapping gemacht, der Motor ist gemappt, der hat also noch mehr Durchzug als der Standard XL 1200 Motor. Wir haben die besten Reifen, die es am Markt gibt, Weißbandreifen, Metzler, Scorcher. Vorne und hinten, der Frontfender ist custom, der Heckfender ist von Riggs. Dann auch unbedingt zu sehen, dass wir hier noch kleine 3-in-1 Kellermann Arto verbaut haben. Also wir haben an nichts gespart, um für euch eine super geile Sportster zu bauen. Und zu sehen ist das Ding bei uns im Laden im Ivo Hauptmannring in Hamburg. Oder auch online bei mobile.de und kosten tut der ganze Spaß 19.900 Euro. Wir Frauen uns auf euch, das kennen wir ja jetzt schon. Ich freue mich, bis bald und tschüss. Ah, aber vorher hören wir das gute Stück mal. Da geht was.